In Frankfurt-Griesheim entsteht gerade ein türkisches Kulturzentrum. Offenbar gehört der Verein den türkischen Grauen Wölfen an. Die gelten als ultranationalistisch. Verfassungsschützer meinen, sie trügen bei uns zur Entstehung einer Parallelgesellschaft bei und seien ein Hindernis für die Integration der deutsch-türkischstämmigen Bevölkerung. Im Stadtteil regt sich verständlicherweise Protest. Sie fühlen sich getäuscht. Pfarrer Hans-Christoph Stoth und Ursel Schmidt, eine Nachbarin im Frankfurter Stadtteil Griesheim. Der türkische Kulturverein baut ein altes Autohaus in ein Kulturzentrum um. Doch so harmlos sei das hier alles nicht. Auf dem Gelände versammeln sich bald auch türkische Extremisten. Nach Hessenschau-Recherchen gehört der Verein den Grauen Wölfen an. Wenn man in diesen Stadtteil hinein eine solche nationalistische und rassistische Gruppierung setzt, dann ist das ungefähr so, als ob man einen Molotow-Cocktail mitten reinwirft. Und das wollen wir nicht. Ich denke mal, dass alleine die Tatsache, dass das jetzt hier sich eröffnet hat, im Stadtteil für Unruhe sorgt. Türk Föderation, das Logo des Dachverbandes der Ultranationalisten, prangt seit kurzem überall. Obwohl offiziell nur der kleine Kulturverein das Gelände betreibt. Erste Läden haben sich angesiedelt. An einem Saal für 350 Personen wird noch gebaut. Es entsteht ein Kongresszentrum offenbar, das viele neue Kontakte schaffen und Jugendliche anziehen soll. Wie hier bei der Jahreshauptversammlung der Grauen Wölfe in Essen. Ihr Gründer war Hitler-Verehrer. Sie träumen von der Rückkehr des Osmanischen Großreiches. Die Wolfshand ist ihr Erkennungszeichen. In Frankfurt werden sie offensiver. Der Verfassungsschutz ist besorgt. Die Grauen Wölfe sind türkische Rechtsextremisten. Die Gefahr besteht eben dann, wenn insbesondere junge Menschen mit Migrationshintergrund für die extremistischen Ziele der Grauen Wölfe gewonnen werden. Denn das konterkariert jede echte Integrationsbemühung. Zu den Vorwürfen und Ängsten sagt die Vereinsspitze nichts. Am Telefon werden wir vertröstet. Für Geschäftskontakte hängt aber vorsichtshalber eine Visitenkarte am Briefkasten. Ein einfaches Mitglied des Kulturvereins trifft sich dagegen mit uns. Feyyaz Çetiner bekennt sich offen zu den Grauen Wölfen, sagt aber, die Bewegung fördere Integration und sei friedlich geworden. Da braucht man jetzt nicht im Speicher oder im Keller zu suchen und sagen, ach, da waren ja auch noch die Grauen Wölfe, jetzt holen wir die mal raus. Gibt's nicht. Die Zeiten haben sich geändert für alle. Ja? Und dementsprechend, es hat sich alles demokratisiert. Es ist alles besser geworden. Solches Reden sei nur Fassade, sagt der Verfassungsschutz. Unter sich seien Graue Wölfe demokratiefeindlich. Frankfurt will wachsam sein, mit dem Verfassungsschutz arbeite sie eng zusammen, berichtet die Integrationsdezernentin hier bei einer Sitzung des Landesintegrationsrates. Sie verspricht mehr Hilfe für Jugendliche vor Ort. Mir machen Sorgen Jugendliche, die vielleicht dorthin gehen. Ich möchte gerne auch in dieser Legislaturperiode auch Projekte und Maßnahmen haben gegen halt Radikalisierung von solcher Jugendlichen. Und ich glaube, das ist ein Dauerprozess. Das Kulturzentrum in Frankfurt-Griesheim lasse sich wohl nicht mehr verhindern. Die Grauen Wölfe stehen aber unter aufmerksamer Beobachtung.